Ein herzliches Willkommen unter Nutzer am Wetterpaar, das heißt Squid Odyssey. Ich bin es MC Muffix. Wir sind hier im Tempel der Artemis. Hat einer, weiß eigentlich einer, dass wir der Chef der Neue sind von den Schwestern der Artemis? Nein? Okay. Gut. Wir genießen jetzt erstmal die Aussicht, bevor wir hier weiter labern, oder? So, willkommen in Lesbos, liebe Leute. Wir haben beim letzten Mal hier Lesbos erreicht, endlich. Haben eine kleine Festung eingenommen, ohne Probleme. Und daraufhin haben wir es geschafft, den Anführer hier zu töten, der auch gleichzeitig ein Kultist war. Kodros, der Stier, ist eliminiert und unsere Kultistenfreunde werden immer weniger. Wir werden jetzt hier kurz die Eroberungsschlacht für Athen führen. Was wir verteidigen es halt, können wir ja gerne machen. Nö, lieber nicht. Wenn ich die jetzt töte, dann verschwindet doch mein Kopfgeld. So. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Es ist lustig, da steht der Spartiate und da hinten steht der Athene. Die stehen eigentlich auf einem Fleck. Hilfe! Wollt ihr mir nicht in Ruhe lassen? Ich will nochmal schnell meine Seeschlacht führen. So, bitte lass mich in Ruhe, dankeschön. Weil dann führen wir jetzt ganz schnell die Seeschlacht. Ich hoffe, das geht jetzt. Diese Säckele interessieren mich ehrlich gesagt nicht. Jo, genau. So, und dann schauen wir mal, ob wir die Seeschlacht gewinnen. Ich bin ja nicht der größte Fan dieses... Also, Seeschlacht finde ich cool, aber ich mag so 1 gegen 1 Schiff oder 1 gegen 2. Aber ich mag es nicht, wenn wir 2 sind. Also, die anderen beiden Heinis helfen mir eigentlich gar nicht. Und gegen 5 andere Schiffe. Aber das schaffen wir schon irgendwie. Wir sind eh auf der Zielgerade und wie gesagt, nachdem wir jetzt hier die Seeschlacht geführt haben, geht es dann auf der Suche mit nach Medusa los. Wir müssen hier in Lesbos die Medusa finden. Und dann schauen wir mal. So. Versteinerte Insel, Eroberungsschlacht. Jo, bin dabei. Scheiße, hat er sich gerade ja noch... Seine Seite uns zugewandt, Mann. Ansonsten hätten wir viel mehr Schaden zugemacht. Komm, 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 komm. Bam! Macht aber nicht annähernd so viel Schaden wie das da. So. Alter, habt ihr gesehen, wie der jetzt hier seine Seide hingedreht hat? Das war nicht schlau von ihm. Alter! Alter! Nur Flammenpfeile. Wo sind meine Verbündeten? Haben wir nicht, oder? So, schnell, schnell voran, schnell voran. Dann schnappen wir uns jetzt erstmal den. So. Spalten. Aber keine Lebensregeneration habe ich bekommen. Das ist doch scheiße. Wieso habe ich keine Lebensregeneration bekommen? Scheiße. Komm, Flammenpfeile. Alter, nein. Jetzt habe ich schon wieder das Problem, dass ich außerhalb des Kampfgebietes bin. Ja, ins offene Gewässer. Ich sehe, wie gut es geht. Alter, und wieder genau in der Mitte. Genau in der Mitte von allen.
Komm schon, dreht euch zu dem hin. Komm. Ah. Das Meer wird uns aber nicht überstehen. So, und jetzt entern. So, wir haben doch beim letzten Mal Roxana getroffen. Die hat doch gesagt, ja, was tust du inzwischen? Ja, rudern, rudern, rudern. Haben wir gesehen. So, hast gut gemacht, Roxana. Nur wegen dir haben wir das hier geschafft, ja? Wollt ihr was von mir, oder was? So. Und hier mein Schwert, das mal anzeigen. Alter, Odessa! Wo ist denn Roxana? Ah, da ist fightet sie. So. Schön gemacht. Ich darf mich natürlich mal wieder mit dem Hauptmann rumschlagen. So, besiegt, 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 besiegt und... Habe ich schon, keine Sorge, ich manage das schon. Ja, am besten hat es, zumindest so die Hälfte sollte es wieder gut gemacht haben. Und jetzt haben wir schon zwei Schiffe dann versenkt, zwei Wartner. Ja gut, beim letzten Mal war die Seeschlacht deutlich schwerer, da hatten wir ja fünf Schiffe. Das war, und eins davon, und davon waren ja zwei so Kommandoschiffe. Jetzt sind es ja eh nur... Ja, Herr Rodros, es gibt immer viel zu tun, ich weiß. Jetzt müssen wir uns erstmal um den kümmern. Also wenn wir den rammen, dann ist er down. Oh! Das war ein Spalter, Mann. So, komm, Ruderer, ladet sich auf. Scheiße. Andere Seite! Komm! Haben die keine wunden Punkte mehr, Mann? So, sehr schön. Genau, schießt alle auf mich, gell? Weil ich bin ja euer Erzfeind. Ihr habt ja sonst keine Erzfeinde außer mich, gell? Oh, da, da, da ist der wunde Punkt. Und das war's. Komm. Oh, da kommt ein schöner Pfeil lang. Sehr schön. Das war diesmal ausnahmsweise nicht ich, aber egal. Ich habe jetzt keinen Bock hier auf nochmal Schlacht. Auf Wiedersehen. So. Abgeschlossen. Wir brennen ein bisschen, aber das ist ja wurscht. Und wir sind Level 52. So. Stand da aber irgendwas von Abad-Inseln? Alter, wo zur Hölle bin ich denn, Mann? Ich bin ja ewig weit weg, Mann. Okay, warpen wir uns zurück. Die Adastea, die kann da gut warten. Jetzt habe ich übrigens eine Sache vergessen, und zwar, ich habe mein Schiff upgraden können. So, Rammsporn. Rammsporn oder ich muss Fallschaden upgraden, Mann. Warte, da habe ich hier Waffenschaden. Zack. Ist so dumm, das. Habe alles upgraded, außer meinen Waffenschaden. Das ist so gut, Mann. Typischer MC-Morphic. So, was haben wir jetzt als nächstes? Fallspitze, Brombeide kann ich da upgraden. Das ist unnötig. Das ist alles unnötig. Rasches Attentat. Wirf Leonidas Speer auf einen entfernten Gegner, um 100% Attentatschaden anzurichten. Kann einmal verkettet werden. Ja, ist doch ganz nett, aber ist auch nicht so gut. So, ich könnte natürlich mir das Gift skillen, aber das brauche ich auch nicht. So, dein Können. Investiere dein Können, indem du Fähigkeitspunkte für Statistische ausgibst. Diese Boni werden zu deinen Waffen- und Ausrüstungspunkten addiert. 2% mehr, oder? Ja, 3% mehr, das ist natürlich awesome. Da muss schon 50% mehr. Ja, ich meine, sowas gab es, ich glaube, in Origins auch so ähnlich. Aber diese Dinge, schau dich an. 2%, 1%, das ist ja richtig unnötig, Mann. Da hole ich mir lieber normale Fertigkeiten. Die Frage ist halt nur was. Pfeilsalm benutze ich eigentlich nicht. Tierbinding, ich tue mir ein Tierbinding holen. So, und beim nächsten Mal kann ich dann auch Bären ziehen. So, jetzt ist der halbe Part schon wieder vorbei. Und wir haben es immer noch nicht
eine sinnvolle Quest geschafft. Die da oben, die Quests, die sind es ganz sicher nicht, die wir machen müssen. Die hören sich gar nicht so gut an. Ach, ich will nicht so über Phoebe hören. Apropos Phoebe, jetzt haben wir nur noch eine wichtige Sache. Und zwar die Tatsache, dass wir entlassen. Entlasse nicht benötigte Bootsleute, um deine Heuerliste aufzuräumen. Hey, ich würde niemals einen von meinen entlassen. Das sind alles meine Boys und Girls, Mann. Und wenn das alles vorbei ist, dann machen wir eine Eisdiele auf. Alexius Ice Cream. Gab schon Eis? Das ist so richtig lecker. Okay, Alexius. Souvlaki-Laden. So, scheiße, das mit dem Eis, das hat sich erledigt. Scheiß drauf, wir machen Souvlaki-Laden. Okay, Hagels? Krass, Mann. So, diese Quest da oben, ich bin mir ganz sicher, die haben nichts mit den Gorgonen hier zu tun. Schau ich an, wie heißt die nochmal? Toten, ja, das ist gar nichts. Und die auch nicht. Rache des Wolfs. Nee, dann reisen wir mal, was weiß ich, dahin. Dahin? Gibt's da unten? Ey. Wir reisen einfach mal darunter. Wenn wir währenddessen auf irgendeine Quest stoßen, ist das gut, dann schauen wir die uns an. Wow! Ja, dann geht das schon. Staatsführer besiegt. Ja, das könnte ich gewesen sein. Kann sein, kann sein. Und die Athener mögen mich trotzdem noch? Verstehe ich nicht. So. Ich sage, man hätte es noch ein bisschen alles ausarbeiten müssen. Ich hätte zum Beispiel cool gefunden, dass wenn ich einen Staatsführer wirklich eliminiere, dass ich einfach immer gejagt bin. Weil ich meine, es gibt nichts Schlimmeres. Ich meine, klar, dann ist halt die Frage natürlich, wie stealthy ich das gemacht habe. Das ist ja auch so, dass man dann ein Kopfgeld hat. Aber zum Beispiel, dass man halt wirklich dann es schwer hat, sich mit den Athenern noch zu verbünden. Weil ich meine, ich töte die Leute und nur um ihnen dann wieder zu helfen. Das ist ja auch ein bisschen blöd. So. Ja, hier, ihr seht ja, hier ist noch Wald, da werden keine Sidequests auf uns warten. Da ist irgendeine Festung oder sowas. Oder ein Tempel der Kybele. So, da sind irgendwelche Leute. Und wenn Leute da sind, bedeutet das doch meistens, dass da irgendwo ein Dorf ist, oder? Dich zum Beispiel, wenn du mir noch einmal so blöd kommst. Was ich nur schade finde, wir hatten nicht so einen Text, so wie sonst immer, wenn wir auf der Insel reisen. Irgendwie Lesbos, die Insel der Abenteuer, der lesbischen Frauen, was weiß ich. So. Ich bräuchte unbedingt einen Aussichtspunkt, Mann. Aber hier gibt's ja gar nichts auf dieser Kackinsel, Mann. Hier sieht auch ein bisschen karg aus. Also ich meine, es sieht alles hier sehr herbstlich aus. So, die guten Zeiten sind vorbei und die schlechten kommen jetzt. Ja, und hier taucht auch noch Nebel. Alter, hier sind wir sowas von richtig. Schaut euch das mal an. Das ist nicht... Alter, was? Ruinen des Schreckens. Und... Oh, danke. Ich dachte, Fokus ist jetzt genau hier gestorben in den Ruinen des Schreckens. Da will ich nicht hin zu den Ruinen des Schreckens. Ich habe Angst. Aber schaut euch das hier alles an. Jo, hier sind wir definitiv richtig auf der Suche nach Medusa. Hier sind wir sowas von richtig. Aber okay, auf der anderen Seite sah es halt ein bisschen, wie gesagt, zu herbstlich aus. Aber das hier ist was komplett anderes. Hier sieht es einfach aus, als würde der Tod unterwegs sein. Vielleicht so, als wäre da ein mythologisches Monstrum hier, was nichts anderes hat, vorhat, außer Leute zu versteinern hier. Das könnte gut sein. Jetzt schauen wir uns kurz den Aussichtspunkt an und mit etwas Glück taucht hier dann irgendwas Sidequest auf. Wenn nicht, dann muss ich doch nochmal zurück in die Stadt. Aber die haben sich halt nicht so angehört. Man kann ja, ich meine, wenn da irgendwas von Minotaurus steht, dann kann man ja davon ausgehen, dass was mit Minotaurus zu tun hat. So. Schauen wir mal uns hier auf die nicht so schöne Landschaft von Lesbos was an. So, Nordgipfel des Eresus. So, und jetzt schauen wir nochmal uns die Sache. Ah, da unten haben wir Stadt. So, was haben wir da? Romantik im Steingarten. Warte des Galeons. Ich würde sagen Steingarten. Das hört sich sehr nach dem an, was ich will. Denn versteinern ist ja das, was die gute Medusa kann. So, am besten wäre natürlich auch was mit Schlange gewesen, irgend sowas. Schau mal, jetzt stolper nicht, du alter Ackergaul. Phobos, Mann. Fällt euch mal auf, Phobos, Phoebe. Fällt mir gerade erst auf.
Wahrscheinlich haben, vielleicht haben wir sie ja wegen Phoebe um unser Pferd so genannt. Phobos, in der lebt Phoebe weiter. Hä? So. Ja, hier sitzt, also hier sieht es echt nicht schön aus in der ganzen Umgebung. Nein, hört mir zu, hört zu. Ligeia ist noch da draußen. Ein Söldner! Oh, danke, Götter! Hilf mir, bitte! Schweig, Schlange! Was ist hier los? Wir führen diese böse Kreatur der Gerechtigkeit zu! Sie leiden an Verfolgungswahn und glauben, ich hätte Ligeia der Kreatur im Wald geopfert! Zügel deine giftige Zunge! Dieser wandelnde Fluch ist im Bund mit der Schlangenhaarigen! Sie sieht einfach nur verängstigt aus! Bitte! Diese Kreatur entführte Ligeia! Wenn ich sterbe, wer rettet sie? Ich rette Ligeia und töte jeden, der mich aufzuhalten sucht. Was sagst du da? Sie wird dich zum versteinerten Tempel und in deinen Untergang führen. Was genau ist das für eine Kreatur? Böse. Herzlos. Unbegreiflich. Wir müssen das Mädchen töten, bevor sie die Schlangenhaarige zu uns führt. Der Wald, in dem die Kreatur haust, wo ist er? Jenseits des versteinerten Tempels, nördlich von hier. Es ist ein dunkler Ort, der von Schatten heimgesucht wird und wo es verfluchte Steine gibt. In seiner Mitte befinden sich Ruinen. Von dort kehrten nur wenige zurück. Du erwähntest deine Ligeia. Sie ist... so anmutig und schön, dass es keine Worte gibt. Eine Tochter der Artemis. Mutig, nicht wie ich. Welch dunklen Preis bot die Schlangenhaarige für ihre Seele. Sie lebt, Söldner. Das weiß ich. Sollte diese Schlangenhaarige Ligeia am Leben gelassen haben, ist Eile geboten. Folge mir. Vorsicht. Sie werden von Angst angetrieben. Das Mädchen kommt mit mir. Und ihr geht mir besser aus dem Weg. Sie hat dich mit Sprüchen verzaubert, Söldner. Bürger, wir müssen die Stadt retten. Und die Eindringlinge müssen sterben. Versteck dich im Tempel. Ich erledige das. Aber der Typ haut jetzt ab, oder wie? Ne, der hat sich ja Waffe geholt, immer nicht was. So. Zack. Tut mir sehr leid. Ihr habt schon wieder ein Kopfgeld. Das finde ich gar nicht cool. So. Aber für Idioten gibt es halt nun mal keine Heilung. Biam! Du bist jetzt sicher. Sicher? Sicherheit schert mich nicht. Ich will ein letztes Mal in Ligeias Augen sehen, selbst wenn es mich umbringen würde. Liebe mag unser aller Ende sein, doch sie lohnt den Preis. Meine Drachme für Charon liegt schon lange bereit. Gehen wir. Hast du einen Namen oder soll ich bei du bleiben? Ich heiße Brice. Alexios. Ligeia wartet auf mich, Alexios. Wenn man mich entführt hätte, würde sie mich bestimmt nicht warten lassen. Dann enttäuschen wir sie nicht. Wo wurde sie entführt? In unserem Heiligtum, den Ruinen des Schreckens im steinernen Tal. Und da wunderst du dich, dass sie entführt wurde? Es ist nicht sicher hier. Wir müssen die Stadt verlassen. Bei dem Namen allein schon. Super cool. Okay, Leute, dann gehen wir mal zu diesen schönen Ruinen des Schreckens. Bevor wir das aber machen, ein kleiner Cut. Und ich denke, wir sind hier genau richtig in der richtigen Quest gelandet. Und da kommt jetzt erstmal ein Söldner. Ist ja wurscht. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter mit der Assassin's Creed Odyssey. Bis dann und rein und wir sehen. Ciao.